Bitcoin Taproot, was ist denn das eigentlich und ist das wirklich wichtig oder nicht? Ja, also wir kennen es ja schon, ich glaube seit 2020 Februar oder so ist das eigentlich schon erstmal damals die große News gewesen, das nächste große Update für Bitcoin kommt. Man muss sich ja mal verinnerlichen, das letzte war 2017 mit den Segwit-Transaktionen und ja, das macht ja erstmal den Eindruck, wow, das geht ja richtig langsam da bei Bitcoin, ne? Aber das ist im Prinzip auch das, was Bitcoin im Kern auszeichnet. Langsam und stetig macht das Rennen, so nach dem Motto. Und ich glaube auch, die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Hodler ist damit zufrieden, wenn es langsam und mit hoher Quali weitergeht, anstelle jetzt so Experimente zu machen, wie bei Ethereum 2.0 oder anderen Blockchains, wo ja, es gern mal alles auf den Kopf gestellt wird, ne? Ja. Nee, also das passt schon. Und dieses Taproot-Update hat im Wesentlichen die Komponente der Schnorr-Signaturen und das wird dann natürlich immer recht schnell technisch und langweilig und so. Aber was machen diese Schnorr-Signaturen? Letztendlich helfen die dabei, Platz zu sparen auf der Blockchain. Das wirkt sich dann auf die Gebühren aus. Das heißt, man hat hier wieder ein bisschen die Möglichkeit zu sparen. Wir kennen das nach dem Segwit-Update 2017. Die Segwit-Transaktionen sind ja ein gutes Drittel günstiger als die regulären Transaktionen. Dann haben wir Berechnung sparen und das wirst du an deinem eigenen Leib erfahren, wenn wir deinen Knoten aufsetzen. Denn, kleinen Spoiler vorab, bei mir habe ich meinen Raspberry 3 auf den Raspberry 4 abgedatet und ich habe 6 Tage gebraucht, um die Blockchain von 2010 bis heute zu synken. Das wird keine Livestreams mehr geben dann, ne, Leute? Weil die heute gibt das dann nicht mehr. Ja, aber im Wesentlichen wird die Berechnung optimiert. Da kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen. Wir haben mehr Flexibilität bei Bitcoin Smart Contracts. Die heißen ja bei Bitcoin Bitcoin Scripts. Die sind längst nicht so vielseitig einsetzbar wie bei Ethereum, diese Smart Contracts, aber man kann dennoch was damit machen. Und das sind so die 4 High-Level-Punkte. Das heißt, es ist ein sehr technisches Update, ein sehr fundamentales Update. Die richtig großen Benefits merkt man jetzt so direkt als Endnutzer, sage ich mal, der einfache Hodler, der einfache Trader oder so, merkt das jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber die Leute, die drauf entwickeln und bauen, die merken das, weil die kriegen mehr Freiheitsgrade, mehr Möglichkeiten. Und wir wissen, Innovation kommt ja dann mit der Zeit alleine rein.